Ey, wie geht die Scheiße an, Schuh? Oben drauf, die Birne. Komm her, Mama, die Parole, Alter, ich sehe ja nichts, Alter, ey. Mach das Ding auf. So. Schick mal ein Foto. Ja, schick mal ein Foto, Alter, hier, ja. Da ist Parole. Parole. Ich kann nur sagen, es läuft geil. Achso, geh auf die hanfbereiten Seite. So, ja. Herzlich willkommen auf der Abschlusskundgebung der Hanfparade. Leider nur ein kleiner Rest, die Polizeischikane geht weiter und weiter. Wie ihr seht, wurden alle Paradewagen des Abschlussgeländes verwiesen, obwohl wir angemeldet hatten, dass sie hier noch 4 Stunden, 6 Stunden Musik machen sollen. Ach ja, manche Sachen würde ich auch gerne sagen dürfen. Bevor wir uns hier weiter mit unappetitlich riechenden Körperöffnungen beschäftigen, machen wir es mal ganz kurz. Wir haben hier viel vorgehabt, das meiste davon geht nicht, aber wir haben ein saugeiles Bühnenprogramm und hier gibt es jetzt noch bis 22 Uhr abwechselnd Reden und Live-Musik. Und damit ihr bis zum ersten musikalischen Beitrag Zeit habt, euch nach dem langen, heißen Marsch durch die Stadt hier noch 2-3 Minuten auszuruhen, kommt als nächstes die gute Seele des Berliner Hanfmuseums, Rolf Ebbinghaus, einer der Altvorderen der Bewegung. Der war schon lange dabei, als ich noch ganz klein war. Dankeschön. Ich hoffe, ich sehe noch nicht so alt aus, auch wenn ich mich manchmal so alt fühle. Vor allem nach diesem Tag heute hier, der viel mehr Ärger und Stress mit sich gebracht hat, als wir eigentlich erwartet haben, als wir mit gerechnet haben und eigentlich auch, als es in irgendwelchen Verhältnissen ist. Nichtsdestotrotz freue ich mich riesig, hier tausende fröhlicher Gesichter zu sehen. Tausende mutige Menschen, die bereit sind, ihr Recht auf Demonstrationen wahrzunehmen. Menschen, die bereit sind, in dieser Demokratie mitzuarbeiten. Menschen, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen. Und das, obwohl es hier einem nicht sehr leicht gemacht wird. Auf noch keiner Hanfparade gab es gewaltige Ausschreitungen. Trotzdem sehen wir auf jeder Hanfparade eine Menge Polizisten, brachial geschützt in Plastikkappen und Uniformen. Als wenn unser böser Blick sie schon verletzen könnte. Und es wirkt natürlich auch unheimlich einladend, wenn man als einfacher People gegenüber so einem martialisch aufgebauten Wachtmeister steht, der einem einfach nichts zulässt. Wo man völlig machtlos und handhabungslos vorsteht, der einfach sagt, nee. Naja, da wir ja in der Demokratie leben, machen wir das nicht mit Gewalt, sondern wie sagte Duhuti, und hören auch die Wut, die hier herrscht. Die Verzweiflung, nichts gegen dieses Gesetz tun zu können. Permanent als kriminell, als asozial, als Staatsfeind dargestellt zu werden. Und das, obwohl wir hier stehen, um uns zu bemühen, das Land besser zu machen. Geschehen, habe ich hier überhaupt nicht vorbereitet, denn ich wollte euch eigentlich was über die uralte Kulturpflanze Hanf erzählen. Jeder weiß, dass Hanf ein Faserlieferant ist. Selbst die Hanffaserfabrik Uckermark ist hier, um das zu zeigen, um Hanffasern darzustellen, die man in die Hand nehmen kann. Weil mit der Kriminalisierung
kommt auf den Schulhöfen bei den meisten Leuten nur noch der Rausch an. Und deshalb diskutiert man nur noch über die berauschenden Aspekte des Hanfes. Und das ist das, was die wollen, weil die sagen, das darf der nicht sein. Wer sich mit was anderem berauscht als mit Alkohol, tanzt ja aus der Reihe und das darf nicht sein. Wobei man dann natürlich überlegen muss, wenn dieses Nicht-aus-der-Reihe-Tanzen mit Gesetzeskraft durchgesetzt wird, wofür sind dann diese Gesetze da? Sind diese Gesetze nicht da, unser gemeinsames Leben möglichst gut und möglichst ohne Streit und Stress auf die Bühne zu kriegen? Sind die Gesetze nicht dafür da, Schwächere vor Stärkeren zu beschützen? Sowas habe ich noch in der Schule gelernt, aber wie ja eben schon angekündigt, bin ich einer der Urgesteine. Und die Gewaltenteilung, die uns in den 80er Jahren noch in der Schule erklärt wurde, scheint heute wohl nicht mehr ganz aktuell zu sein. Und genauso wie es scheinbar heute Gesetze gibt, die nicht dazu dienen, das gemeinsame Miteinanderleben zu verbessern, gibt es Gesetze, die dazu dienen, dass Leute nicht aus den vorgegebenen Gleisen laufen. Was dann natürlich zur Konsequenz hat, dass jeder Bürger hier im Lande nur in dieser Bahn fahren darf. Und damit hätte man eine total unkreative Masse von geistlosen Fleischmaschinen, die ihren Dienst erfüllen, geleitet und gelenkt von einer vermeintlichen Elite und unter den Deckel gehalten von, wie ist es weltweit, Militär und Polizei? Wie sieht es im Maghreb aus? Wie ist es überall? Da kämpfen nicht Länder gegen Länder. Es kämpfen Regierungen gegen ihre Bürger. Und das ist deshalb, weil sie ihre Bürger nicht zu Wort kommen lassen. Weil die engagierten Bürger, die was verbessern wollen, als Kriminelle behandelt werden. Weil die Menschen, die sich hier einsetzen, ich halte mich zurück, ich herrsche, die Redezeit ist leider um. Aber ihr spürt die Wut auch. Oder seid ihr es nicht, seit ewig als kriminell hingestellt zu werden? Und weil wir das satt haben, stehen wir hier. Und in diesem Sinne fordern wir natürlich die sofortige Streichung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz. Die sofortige Freilassung aller in diesem Zusammenhang Gefangener. Und zum Dritten die Wiedergutmachung der dadurch entstandenen Schäden. Das ist nicht eine Haftentschädigung, das sind Tausende von Karrieren. Zehntausende von Schülern, die von ihrer Schule geflogen sind. Schluss damit! Jetzt Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz. Danke, Rollo. So, nach dem Tag heute und den letzten Tagen könnte ich ja endlich nur heulen. Aber jetzt wollen wir hier ein bisschen Spaß haben, ja? Dann werde ich euch gleich die erste Band vorstellen. Die kommen aus Berlin. Der Sänger Russ Perez kommt aus der Karibikinsel Dominica. Russ Perez an der Reggae Ambassador.